Hallo zusammen und willkommen. Salve gegen Avengers. Das hatten wir doch schon. Zumindest die Avengers hatten wir letztens schon. 40 Rest, 32 Rest. Wenn wir einen One-Shot machen, 31, 9 Angriffe hinten. Das ist viel. Zumal wir bis 50 Angriffe, 60 Angriffe oder so, waren wir im Punktedurchschnitt vorn. Entweder die haben eine krasse One-Shot-Serie gemacht oder wir haben nachgelassen. So. Ich möchte eigentlich irgendwo mein Xnolli-Team noch anbringen. Und das kann ich nur gegen den Chinesen hier. Das kann ich nur gegen den Chinesen. So. Jetzt ist aber meine Überlegung, das ohne Kadilen zu spielen. Das ein bisschen aggressiver zu spielen. Zack, zack, zack. Ohne der Herrin. So, ohne der Herrin. Und dazu. Welche Heilung packe ich dazu? Das sieht komplett wirr aus. Kann ich das so spielen? Ist die Frage. Ah, ich kann hier noch. Für das Schaf kann ich hier mitnehmen, glaube ich. Ja. Jo, los geht's. Bitte, bitte Lieder. Oh ja, das sieht gut aus. Kriegen wir es hin, ohne Diao-Chan auszulösen? Das wäre Premium. So. Alle getroffen. Ist ja ein Traum. Belief. Es ist ein Traum. So. Naja. Dann. Wichtig in der Kombi erstmal Eloas, dass es weniger Ziele gibt. So. Das war die China-Def und wir haben unseren Xnolli losgeworden. So. Jetzt suchen wir was für unser rotes Team oder grün. Rot ist ja eigentlich nur hier vorhanden. Wohl, nee, wir spielen erstmal die guten Teams weg. Na egal. Boris Stark, an dem bin ich letztens, glaube ich, gescheitert. Krachend. So. Das wird uns heute nicht passieren. Okay, wir wollen sieben gelbe Steine.
Idealerweise Inksnolli. Ist gerade nicht so einfach. Das vorgeschlagene Match ist einfach nur schlecht. Ich könnte hier den gelben rüberziehen und krieg dann, wenn ich die Combo nach, wenn ich den Stein nach rechts schiebe, danach ein garantiertes gelbes Match und ein 20% Chance oder 40% Chance, dann noch was zu haben. Ich kann den auch nach links schieben direkt. Aber eigentlich bringt mir das nicht viel. Ich glaube, ich werde die Idee machen. Dann machen wir mal die Idee. Oh, perfekt. Also der erste Gedanke war der, der funktioniert. Null oder Kong. 1, 2, 3. Wenn Kong weg ist, dann können wir garantiert ghosten. Okay, jetzt nehmen wir nicht so viel. Prima. Machen wir mal den. Eine Runde hoffen. Pfeile sind mies. So, zack. Ist echt die Frage, das sollte reichen, glaube ich. Jetzt haben wir haben den Death Down noch da. So. So nämlich. Ah, oh, ich hätte drei reinspielen können, aber egal. Zwei reichen auch. Das war Boris. Jetzt. Blaue Ballerbude in einen Nicht-Kong. Eigentlich ist ja fast egal, was ich dann hier angreife. So. Zack, 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 zack. Na komm. Los geht's. Also richtig blau sieht das nicht aus. Also ich brauche hier definitiv sehr, sehr viel Bordbewegung. Und ich glaube, die meiste ist, wenn ich den nach rechts schiebe, dann fällt grün in grün, dann fällt nochmal grün in grün. Bekommen wir mal trotzdem nicht viel. Pop ich den? Zweimal Alassi. Einmal in die andere Alassi. Oder ich mach den. Oha. So, den und dann machen wir sie erstmal alle blind. Müssen beten, oder? Wir haben ein blaues Match danach. Also, wenn wir ein bisschen Luck haben, sind ja alle noch blind. Ein bisschen Luck haben wir.
Komm schon, der erste muss verfehlen. Oh, ich glaube, der erste hat verfehlt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mortega liefert. Scully sollte Snolly schaffen. Zack. Dann schieben wir hier mal gelb nach. Und ich glaube, ich pop den. Ja. Lass mal irgendwo was Neues bekommen. Jetzt schieben wir zumindest blau rechts zusammen. Oh mein Gott, so viel sollte es nicht sein. Aber alles schick. Das Geile an den Mortega-Fiends ist, dass der Xnolli die nicht beim ersten Mal wegbekommt. Das ist echt nice. Und dann hat's gereicht. Dann hat's gereicht. So. Jetzt machen wir mal kurz Prüfung. Wir haben noch die grüne, die schnelle Ballerbude, die muss mal loswerden irgendwie. Haben wir irgendwo noch eine Frick stehen? Ja. Da fliegt auf jeden Fall die grüne Ballerbude rein. Zack, und jetzt müssen wir noch überlegen, was packen wir dazu? Ich weiß, die passen nicht optimal zusammen, aber ich habe jetzt das Schaf rausgenommen und brauche jetzt trotzdem was sinnvolles da irgendwie was macht. Da kommt der Sturmfang mit. Kriege ich irgendwo vier blaue zusammen, vier grüne auf einen Schlag zusammen? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Ich habe das Gefühl, ich kann das verneinen, aber wenn hier noch einer nachkommt, habe ich. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich durch die Mitte gehen will. Einfach nur aus dem Grund. Weil ansonsten meine Kombi flöten geht, wenn ich über rechts gehe. So. Sehr schön. So, jetzt noch grün nachkommt in der Mitte, wäre ein Traum. Okay. Wir bauen einen Diamanten, würde ich sagen. So, nach der Salve heilen wir, dann machen wir ihn an, den Ritter. Und dann drücken wir mal drauf und poppen. Poppen den Diamant. Kriegen wir nochmal grün irgendwie? Ja, einfach safe weiterspielen. Ach Scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Naja, alles gut. Alles gut. Da war der tägliche Fehler. Da war schon der zweite, wobei beide waren. In dem Moment hätte es noch schief gehen können. Der davor war komplett egal. Mit den zwei oder drei Sternen rein. So, haben noch die blaue und die rote Ballerbude und theoretisch das Minion-Team, aber das Minion-Team werden wir wohl nicht nutzen. Welcher Ballerbude traue ich mehr zu? Haben wir noch einen Octros? Ne, dann nehmen wir hier die rote.
Zack, zack, zack. Zack, zack. Hier tauschen wir noch fix. Und los geht's. Ich brauche noch ein bisschen Bewegung. Aber ich habe nichts, was hier eine Kombi auslöst. Ha. Okay, dann spielen wir die mal so rein. Das war gut. Und jetzt nicht den gelben Diamanten poppen, das ist äußerst wichtig. Ich bin die roten mal hinten in Frick. So. Ja, ich hatte irgendwo ein Problem, glaube ich. Mit Mana-Wreck-Debuff. Reichen die drei? Ich muss. Ja, die reichen, okay. Aber wir haben relativ viel Rot auf dem Board. Lass die anderen in Ruhe. Natürlich triffst du alle. Oh, schön. Bitte lasst die Autotech nicht auf die Haut scheinen, bitte. Ach, perfekt. Wunderschön. So, jetzt mal gucken, wie viele Angriffe, 27 Angriffe. Ich muss fragen. Deswegen mache ich mal eine Pause. So, angefragt habe ich. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, was der sinnvollste Gegner wäre. Ich meine, die unterscheiden sich alle ja eh kaum. Also kein Kong, das ist klar. Können wir noch was anderes bauen? Das ist jetzt noch eine Frage. Hätte ich einen zweiten Almo oben, hätte ich überlegt, noch was Grünes zu machen. Also die Lilanen fliegen raus aus der Rechnung. Kann ich zu Rigard Ametrin noch was Besseres bauen? Das ist die Frage. Ich habe da noch einen Hypnos, der dort rumlungert. Ich habe eine Sif. Da hören die Wappen auf. Ist halt schade, die Kadir nicht zu benutzen, ehrlich gesagt. Okay. Na, das Herz kommt schon fast automatisch hier. So. Also, blaues Team. Danny Dao. So. Zack. Nee. Ja. Zack. 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 So. Und nochmal bei dir gucken. Du kriegst ja nur 1% so. Ah. Dann. So. Oder nee, du kriegst die Frieda.
Genau. So macht Sinn. Vielen Dank. Danke. Danke, danke. Danke. Kann ich sogar verteilen. Wenn er nicht wieder steht, verteile ich die Debuffs. Ja. Zack, zack. So. Was ein Oma-Bord. Dann hätten wir sechs. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. 26, naja, 13 Angriffe hinten und 100, 200 Punkte vor. Vier Angriffe eigentlich sind, die müssen schon krass fehlen, dass wir noch eine Chance haben. Aber ich glaube, letztens haben wir mit 450 oder so verloren, oder mit 400. Ich glaube, wir sind nicht schlechter geworden. Ja, und trotzdem, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.